Weiter geht's mit Need for Speed Heat und dem Tag. Unser Auto ist jetzt gut aufgebaut. Die sind wir, glaube ich, mittlerweile über 250. Jetzt haben wir auf jeden Fall die Stufen, die wir brauchen, um die Rennen zu schaffen. So, auch was die Story-Mission betrifft. Was ist denn hier unten? Wir reisen dahin. Ich denke, ich habe einen Plan. Okay. Wir müssen noch was Großes leisten für die League. Ein Zeichen setzen. Ja. Und Mercer aufhalten. Geht weiter. Wir fahren ein Rennen direkt durchs Lagerhaus. Sorgen für Wirbel, damit uns die Medien folgen. Sie sehen Mercers zwielichtigen Scheiß, stellen ihn bloß und wir sind Legenden. Ende der Geschichte. Klingt gut. Nur... kommt dieses Rennen zustande? Indem wir Aufmerksamkeit erregen. Rennen gewinnen und sein Nah machen. Solange Unruhe stiften, bis uns die League zuhört. Ich bin dabei. Ja. Also ich kann schlechter planen, aber mal gucken, ob wir das hinkriegen heute mal. Wir haben dann also wieder eine Erinnermission. Ich will das jetzt weiterverfolgen. Wollen wir die? Haben wir die irgendwie eine Mission gerade mit dir? Level 23. Okay, wir müssen also tatsächlich noch ein bisschen was tun. Gut, dann fahren wir also tatsächlich erstmal Russian hier ab. Die befindet sich hier rechts irgendwo. Wie der, was ist denn das davor? Oh, da ist auch wieder ein Flamingo sich gerade. Den habe ich nämlich gerade erst nicht gesehen. Auch das ist zufällig jetzt irgendwie gefunden. So, dann haben wir eine Mission und zwar auf der Flucht. Entscheidung. Fahren wir. Ja, wahrscheinlich heißt sie. Sie fährt mit dem Ford F-150 Raptor. Müssen wir mal gucken, ob wir die Karre auch dann nochmal mal ausrufen. Wir biegen links ab. Aber momentan komme ich hier mit dem Evo relativ gut klar. Ich glaube, Rushdie ist, glaube ich, nur Offroad. Wir kriegen dann wahrscheinlich nie wieder ein Auto gestellt. Unser Ziel ist wohl kein Showdown-Rennen. Nein, aber wir lassen es so aussehen. Um nicht aufzufallen. Okay. Und wieso? Nun ja, die Regierung mag offenbar keine unangepassten Bürger. Sie haben uns letztes Jahr in Ventura Bay aufgespürt. Wir hätten es fast nicht geschafft. Seit wir hier sind, veranstalten wir Rennen, um nicht aus der Übung zu kommen. Man weiß nie, ob man nicht irgendwann plötzlich abhauen muss. Und wofür braucht ihr mich? Man wird nur besser, wenn man gegen die Besten fährt. Und wir müssen besser werden. Sorry, das wollte ich gerade einfach mitnehmen. So, zwischendurch sammle ich mal Dinge eben noch ein. Ich weiß, das rechts habe ich hier gesehen. Zeig mir, dass du wirklich so gut bist, dann reden wir über deine Bezahlung. Blub, Auto weg. Ich warte nicht gern. Wir sind da. So, die letzte Folge uns diese Woche. Schon. Ja, bald schon vorbei. Ja. Aber jetzt haben wir noch ein bisschen was zu fahren. Wir haben heute einen Neuzugang, der euch richtig einheizen soll. Ich hoffe, ihr haltet dagegen. So, der Evo ist packen kann Offroad. Weil er eigentlich kein Offroad-Wagen ist, sondern einfach tatsächlich auf Straßenzulassung ist. Aber we will see. Schauen wir mal. Na dann, ich hoffe, ich habe mich nicht in dir getäuscht.
brauche tatsächlich noch einen Wortwagen. Ich muss auf jeden Fall nochmal einen kaufen. Haben wir denn hier vor uns? Ich komme mit dem Evo gerade nicht klar. Auf der Stufe. Ich befürchte, das heißt, dass ich uns noch einen Offroad-Wagen kaufe. Wir werden nämlich gerade schon ein bisschen durchgereicht hier. Bisher sehe ich noch nichts Besonderes. Nee. Ich fände ich ehrlich, bin gerade auch nicht. Okay, dann werden wir uns definitiv... Ah, jetzt geht's wieder auf was falsch, das ist... Nee, geht's nicht. Scheiße. Ich hatte gehofft. Bisher überzeugst du mich noch nicht so richtig. Passiert hier mal was? Also auf dem Asphalt haben sie keine Chance, aber auf dem Geraden. Ich muss definitiv. Willst du mich beeindrucken? Dann hol dir die Führung. Ja, ich muss definitiv ein Auto holen. Oder ich versuche jetzt gerade um ihn zu retten. Haben wir vor uns einen Golf. Du brauchst jetzt einen starken Endspurt. Ja, Thema hat sich ja erledigt. Also ich kann uns nicht gewinnen. Ich bin hier Vierter momentan und die zwei davor, die kriege ich auch nicht weg. Also es muss jetzt echt mit recht noch irgendwie mega Endspurt geben, wenn ich das Ding noch irgendwie was reißen will. Ich hatte gehofft, aber ich brauche auf jeden Fall einen Offroad-Wagen, das ist klar. Das vier. Das war... Mit so einer Leistung verschwendest du nur unsere wertvolle Zeit. Hey, nochmal. Ja, gut, ich muss gucken. Ich werde es beenden, definitiv, weil ich will hier gerade, ich muss mir eigentlich noch einen Offroad-Wagen holen. Sonst habe ich hier gar keine Chance, gerade irgendwas zu reißen. Hm. 72.000 habe ich. Oder kann ich den Evo einfach umbauen auf Offroad? Und dann wieder auf. Genau, ich mach das einfach tatsächlich. Ich gehe in die Garage, ich baue den Evo kurz auf Offroad um. In Offroad war Getriebe und sowas. Quatsch, Offroad Getriebe, vorliegen. Wir machen das so. Weil dann komme ich ein bisschen besser klar. Dann kann ich die auch, mache ich die auch nass. So, Leistungstuning. Wir gehen mal rein. Neues zu diesem Cop. Ich glaube ja nicht, dass allzu viele Leute ihn vermissen werden. Super. Super, super. Offroad, Offroad heißen sie. Da kann ich ja immer noch wechseln dann zwischendurch.
So. Fahrwerk, Offroad. Speedcore Showcase. Gut, dann setzen wir da einfach ein Fahrwerk rein für Speedcores. Differential. Warte mal. Rallye Speedcross Differential. Rein damit. So. Dann hat er nämlich jetzt auch ein. Dann ist er nämlich jetzt auf Offroad umgebaut, der Wagen. Bremsen und Speedcross. Ja, perfekt. Da kann man nämlich immer mal wieder ein bisschen durchwechseln. So, da brauche ich den Wagen nämlich zu tauschen. Und wir versuchen das Event einfach nochmal neu. Jetzt machen wir die Jungs eben kurz nass. Also wir hatten es ja, geschafft hätten wir es nicht, aber ich weiß nicht, ob es an der fehlenden Power liegt oder am schlichtweg einfach an der falschen Abstimmung. Gut, gucken wir mal. Wir müssen uns auf jeden Fall definitiv einen Offroad-Wagen kaufen. Ich gucke tatsächlich jetzt gerade schon beim Autohändler rein, ob ich eine Möglichkeit habe, irgendwie nur einen Offroad-Wagen holen. Ich habe so ein bisschen, weil ich überlege gerade tatsächlich, ob ich mir den F-150 holen soll als Offroad-Wagen. Gehen wir mal rein. Wie gesagt, das Event fahren wir auf jeden Fall gleich noch. So. Chevrolet Stepside. Brauche ich gerade nicht. Ich will auf jeden Fall ein Auto haben, was mit dem Offroad ein bisschen auf die Reihe kriegt. Hä? Ford Focus RS könnte es tatsächlich bringen. Aber ich suche mir ein Auto jetzt aus. Mal, der Evo ist ja tatsächlich auch nicht schlecht für ein Offroad. Was haben wir kostet der BMW 107? Frage ist, ja gut, den könnte ich ja freischalten, könnte ich ja irgendwann fahren. Ich weiß auch nicht, ob ich irgendwann fahre. Gucken. Was haben wir denn hier? Ah, okay. Gibt es den F-150 nicht oder was? Bringt der mir nichts? Ist der nicht in der Liste drin, der Wagen? Oder muss ich ihn noch? Kommt der so spät? Ich meine, wir haben jetzt den Evo, ja. Wir sparen einfach noch ein bisschen. Komm, wir brauchen momentan kein neues Auto. Das ist erstmal klar. Wir kommen mit dem Evo erstmal gut zurecht, mit diesem Allround da. Unserem Allround-Talent. Dabei versuchen wir uns nochmal dieses Offroad-Ding. Das muss doch irgendwie zu schaffen sein. Ah, der ist doch nicht so stark eigentlich offiziell. Fühlt mich, sehe ich gerade. Ach, weil dem noch ein paar Teile fehlen, ja. So, dann reißen wir da hin. Wir holen das Ding und trotzdem. Wer hat so gelacht, wenn wir es nicht schaffen würden? Das wäre ja geschafft, wenn wir es nicht schaffen würden. Gelacht, Entschuldigung. So, auf der Flucht. Das ist auf jeden Fall. Versuchen wir es nochmal. Das muss doch irgendwie zu machbar sein. Eine gute Entscheidung. Fahren wir. Jetzt muss ich den ganzen Kram nochmal neu machen. Unser Ziel ist wohl kein Showdown-Rennen. Nein, aber wir lassen es so aussehen. Um nicht aufzufallen. Und wieso? Nun ja, die Regierung mag offenbar keine unangepassten Bürger.
Sie haben uns letztes Jahr in Ventura Bay aufgespürt. Wir hätten es fast nicht geschafft. Seit wir hier sind, veranstalten wir Rennen, um nicht aus der Übung zu kommen. Man weiß nie, ob man nicht irgendwann plötzlich abhauen muss. Und wofür braucht ihr mich? Man wird nur besser, wenn man gegen die Besten fährt. Und wir müssen besser werden. Zeig mir, dass du wirklich so gut bist, dann reden wir über deine Bezahlung. Wir sind da. Okay. Naja, probieren wir es halt nochmal. Ich vermute leider, dass wir ein bisschen weniger Stufe, aber wir müssen ja das Auto dann eigentlich später wieder nur auf Racing umbauen. Dann sind wir wieder auf diesen 251 oder 53, was wir da hatten. Wir haben heute einen Neuzugang, der euch richtig einheizen soll. Ich hoffe, ihr haltet dagegen. Das ist sogar ein Chevo. Wenn der da fährt. Das ist gar keine 150. Hab ich gerade erst gesehen. Das sah ein bisschen so aus, aber egal. Ich hoffe, ich habe mich der Mercedes, der da vorne fährt. Also klappt auf jeden Fall schon ein bisschen besser mit dem Offroad. Der, die, das Nelly ist vorne immer noch, aber das müssen wir doch irgendwie mal auf die Reihe kriegen. Die müssen wir doch locker kassieren können. Kann doch nicht wahr sein. Jawohl, er hat ihn als gedreht. Also wollte er mich in den Rammschutz setzen. Wir sind wohl nicht so gut, wie ich dachte. Da wollte er mir in den Rammschutz setzen und den hat er dann verloren. Lass mich nicht hängen! Yes! Endlich! Du hast uns alle bloßgestellt. Genau das wollte ich. Ich denke, jetzt können wir reden. Der Showdown erwartet eine Lieferung mit High-End-Modifikationen, welche in die Stadt geschifft werden. Okay. Allerdings werden die sie nie erreichen.
Fahr nochmal gegen uns und zeig dieselbe Leistung wie hier. Dann gehört eins dieser Teile dir. Dir. Oh, nice. Ich sag Bescheid, wenn wir soweit sind. Auf jeden Fall ist ein schönes Auto. Das muss ich mal ihr lassen. Die sind auf jeden Fall erfolgreich geflüchtet. Auf der Flucht abgeschlossen. So, ich guck mal gerade, ob wir noch einen Story-Mode haben. Ich muss auf jeden Fall noch mal ein bisschen was machen. Gut, dann bauen wir nämlich jetzt unser Auto wieder um. Und zwar auf Racing. Und dann machen wir wieder Feierabend. Blup. Weil die Folge ist nämlich zu Ende. Ich muss meinen Wagen wieder auf Racing umbauen. Wir werden uns auf jeden Fall noch einen Offroad-Wagen kaufen. Ich weiß nicht. Seit Anna Papis Wagen demoliert hat, läuft das Radio perfekt. So, warte mal. Fahrwerk. Inventar, Speedcross, Standard. Streckenfahrwerk, rein damit. So, Bremsen. Okay, die können wir da drin lassen. Aber nicht die Reifen. So, mein Auto fühlt sich wieder deutlich besser an. So, Antrieb. Kupplung. Kann man reintun. Elite haben wir ja drin. Und wir brauchen auf jeden Fall ein Streckendifferenzial. So, dann haben wir das auch wieder fertig. Das Auto steht wieder komplett auf den 1251, die es ja vorher hatte. Und dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Need for Speed Heat. Also beziehungsweise jetzt ab Montag erst wieder bei Need for Speed Heat. Und dann freue ich mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Ich wünsche euch, wie gesagt, noch ein schönes Wochenende. Und ja, Formel 1 kommt natürlich auch wieder morgen. Und so, großer Preis Monaco. Eines der prestigeträchtigsten Strecken. Wollen wir da unseren 6. Sieg in Folge holen. Mal gucken. Werden wir sehen auf jeden Fall. Wie gesagt, Need for Speed ist jetzt erstmal hier durch. Und dann sehen wir uns, wie gesagt, am Montag wieder. Ich hoffe, ihr habt die Weihnachtstage überstanden. Und schaut 50 Folgen. Bis dahin und auf Wiedersehen. Tschüss.